Naja, die mörbischer Weinbauern oder Winzer sind ja österreichweit mit von den Besten, die es gibt. Und ich muss sagen, sie haben ja diesen Opernballwein kreiert und ich bin eigentlich sehr froh, dass sie das Casino Innsbruck ausgewählt haben, um diesen Wein den Besuchern hier im Casino Innsbruck und den vielen prominenten Leuten, die heute hier sind, zu präsentieren. Ja, ich habe da gerade ein schönes Glasl vom Roten entzweigelt. Also wie gesagt, der Ruf, der ihnen vorauseilt, der wird durch die Qualität absolut bestätigt. Ja, wir sind ein Verein von mörbischen Winzern, die ihre Weine hier da präsentieren und dementsprechend haben wir natürlich die Garde mitgenommen, also die Elite aus Mörbisch ist heute da, die tolle Weißweine und natürlich auch tolle Rotweine präsentiert, ein paar Süßweine sind auch da. Ja, also die mörbischen Winzer, auch die was jetzt heute hier sind, haben die Möglichkeit, den Wein, den offiziellen Wein fürs Wiener Opernball zu keltern. Das muss einen gewissen Lauf nehmen, das heißt, man muss im Verein dabei sein und dann muss der Wein getestet werden und erst wenn er das alles geschafft hat, darf er sich mörbischer Opernballwein nennen. Ja, natürlich, also die Tiroler haben natürlich sehr viel Ahnung vom Wein, geprägt durch Südtirol, wo ja früher oder auch noch jetzt ein sehr inniges Verhältnis ist. Aber mittlerweile sind die Tiroler auch sehr begeisterte Trinker vom burgenländischen Wein. Und ich selber habe auch sehr viele Kunden, die Weine zu schätzen und lieben wissen. Ich bin jetzt gerade bei der Firma Schindler, wie man vielleicht im Hintergrund sieht. Und ich koste jetzt gerade den Cuvée d'Or, den wir auch natürlich unseren Gästen anbieten. Ja, wie es momentan ist, also so zur Herbstzeit, empfehlen wir den zum Hauptgang. Da haben wir das Rehgeschnetzelte zum Beispiel und da passt der sensationell dazu natürlich. Mörbisch liegt ja am Westufer des Neusiedlersees und ist bekannt dafür, dass das dort sowohl ein guter Weißwein als auch ein guter Rotwein und auch ein Süßwein gedeiht. Das ist nicht bei allen Weinbauregionen im Burgenland so. Dementsprechend ist auch das Sortiment unserer Winzer. Fast jeder Winzer hat 10 bis 20 Weine auf der Weinkarte, verschiedenen Sorten, vom trockenen Welschriesling bis zur Trockenbeerenauslese und vom leichten Rotwein bis zum Barrique ausgebauten Rotwein. All das können Sie heute hier verkosten. Wir haben uns bemüht, dass jeder Winzer sowas mitnimmt, dass von allen etwas da ist.